Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn. Am Anfang nur ein kleines Schwanken und dann der Biss in die gut aussehende, wohlschmeckende Frucht. Es kann ja nicht so schlimm sein. Gott hat es zwar verboten, aber es sieht gut aus. Darum probieren wir es. Und dann bissen Adam und Eva in die verbotene Frucht. Und in dem Moment, wo sie den Bissen im Hals hatten, da kriegten sie einen Schreck. Sie begriffen, ich bin in der Lage, Böses zu tun. Ich bin in der Lage, etwas Schlechtes zu tun, von dem ich weiß, dass es nicht gut ist. Sie kriegten einen Schreck, denn sie empfanden nicht nur Scham, dass sie etwas Falsches gemacht haben, sondern sie begriffen, wenn ich etwas Böses tun kann, dann kann es der andere auch. Darum machten sie sich Gürtel aus Feigenblättern. Gürtel, ein Kriegsinstrument. Sie wollten sich schützen vor sich und vor dem anderen. Aber was bewirkt ein Feigenblatt gegen die Bosheit von Menschen? Und weil sie wussten, dass wir Menschen in der Lage sind, Böses zu tun, darum hatten sie auch Angst vor Gott. Denn dann könnte Gott, der ja viel größer ist als wir, auch Böses tun. Darum versteckten sie sich vor Gott im Garten, den Gott selber gemacht hatte. Gott rief sie: Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Denn er hatte Sehnsucht nach den Menschen und er begriff sofort, was geschehen ist. Wir Menschen verstecken uns. Wir verstecken uns, weil wir Angst haben vor uns selbst, Angst vor anderen und Angst vor Gott. Was kann uns helfen? Es kann uns helfen, dass wir uns immer wieder Gott annähern, dass wir begreifen, wir sind Menschen, die Fehler machen, die auf Versuchungen hereinfallen, die sich selbst überschätzen. Wenn wir anfangen, über uns selber kritisch nachzudenken, dann ist das ein erster Schritt. Der zweite Schritt: Gott streckt uns immer wieder seine Hand entgegen. Ich bin für euch da, wendet euch mir zu, ich verlasse euch nicht. Und auch Adam und Eva, ihr Leben änderte sich ab diesem Moment. Es wurde ein mühsvolles Leben. Aber Gott hielt ihnen die Treue. Er selber machte ihnen Felle, um sie zu schützen und zeigte ihnen, wie sie leben können. Gott schützt uns, Gott begleitet uns, auch da, wo wir Menschen versagen, wo wir Fehler machen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich, und Freude leuchtet über deinen Wegen. Der Herr segne dich und behüte dich, in seine Hände kannst du alles legen. Nicht allein.
dich und behüte dich. Er ging für dich den Weg, der Liebe heißt. Der Herr segne dich und behüte dich. Er leitet dich.